Willkommen zurück zu Dark Souls. Beim letzten Mal habe ich hier ein paar Scherben gefarmt. Es war viel zu viele für jetzt, um das Claymore aufzusammeln. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt... ja gut, können wir mal hier gucken. Wir haben... 16... Achso, weil es falsches Menü ist. Gegenstände. Müsste doch... Hier. 17 kleine Scherben habe ich jetzt gesammelt. Na, Halleluja. Also viel zu viel. Gut. Mit diesen 17 kleinen Scherben werde ich jetzt auf jeden Fall hier das kleine Claymore hier mal ein bisschen aufwerten. Und zwar, indem ich sage, ja, hier, ne, mach mal Claymore plus 5. So. Und dann müssen wir, glaube ich, die Ausrüstung umwandeln. Was haben wir denn jetzt hier für Optionen? Wir haben jetzt hier einmal ein krudes Claymore verwandeln. Weil mir davon schon abgeraten wurde, göttliches Claymore oder halt generell ein Claymore plus 6. Und ich glaube, wir lassen es erstmal, dass wir halt eine Waffe haben, die halt Grundschaden hat, ohne jetzt hier besondere Werte durch göttliches Dingens hier, was wir später nochmal machen können für eine andere Waffe. Aber jetzt hier machen wir halt erstmal eine Waffe voll auf, keine Ahnung, plus 15, plus 20, plus 100, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel geht. Gut, dafür brauchen wir zwar weitere von diesen tollen großen Brocken, große Scherben. Und ja, stattdessen kann ich jetzt noch mal gucken, was ich jetzt hier nochmal für eine Waffe für später mal nehme, was ich da jetzt brauche. Aha, dafür brauchen wir Drachenstein, interessant. Dafür brauchen wir Funkeltitanit, das könnten wir theoretisch auch verwenden. Ja, und dann ist halt jetzt die Frage, welches dieser Schwerter werden wir dann später zu einer göttlichen Dings machen. Ich glaube, wir machen das dabei im Panzerbrecher. Ich muss den hier tatsächlich nochmal austesten. Weil ich nicht mehr weiß ganz genau, wie war denn jetzt der Panzerbrecher. Hier, leg mal an. Und dann mal gucken. Ach ja, genau, das war ja dieses Vorstechen hier. Genau. Und das war... Ach ja, das war so eine Scheißattacke. Wir könnten das aber theoretisch wahrscheinlich auch für... irgendwelche Echse verwenden. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Die Gargoyle-Axt, da brauchen wir eine kleine Scherbe tatsächlich. Das wäre dann nicht verkehrt, dass wir auch mal mit einer Axt hier rumlaufen. Oder dann die Groß-Axt hier. Ich weiß nicht, da muss ich austesten, was gefällt mir dann da besser. Und natürlich werden wir auch früher oder später mal eine Hellebarde aufwerten. Ne, je nachdem. Gut, teste ich nochmal, welche Axt ich dann heilig machen werde. Eine heilige Axt. Ne? Wir können natürlich auch den Morgenstern machen, aber ne, es wäre zu paladinhaftig. Gucken wir mal hier. Einmal die Gabel-Axt. Wie schwingt die denn hier so? Jo. Okay. Und dann hier nochmal. Wow. Okay. Ach, die gibt hier auch so ein bisschen nach. Hier, habt ihr es gerade gesehen hier, dass sie sich hier gerade so verbogen habt? Oder war das nur ein Zufall? Ne, verbiegt sich tatsächlich. Okay. Also wie der Schwanz von den Gargoyles. Okay. Und sonst hätten wir da halt noch die andere Großaxt hier. Diese. Achso, die kann ich ja nicht mal tragen. Stimmt ja, war was. Dann werden wir es wahrscheinlich für diese Axt dann machen, dass die da halt heilig oder Feuerschaden später bekommt. Feuerschaden kann man später auch noch machen. Weiß ich noch nicht. Und wir machen das dann doch für ein Schwert. Aber das sind halt so Sachen, um die kann ich mich dann halt später kümmern. Erstmal ist halt wichtig, dass wir halt erstmal ein Claymore haben, dass wir halt so früh oder später mal ordentlich aufwerten werden. Je nachdem, wie ich lustig bin. Falls ich dann jetzt tatsächlich auch das Gargoyle-Axt hier verbessern kann. Aber wir könnten theoretisch es wenigstens hier auf plus 5 bringen. So viel Zeit muss sein. Ne? Waffe verstärken. Jetzt dadurch, dass ich hier so viele kleine Scherben gefarmt habe, kann ich hier das wenigstens ein bisschen aufwerten. Ne? Nur so ein bisschen. So, und nochmal. Und nochmal. Einfach ein paar Seelen hier verschwenden. Beziehungsweise nicht wirklich verschwendet, aber halt, ne? Ich habe jetzt so viele Seelen auch nebenbei gefarmt. Da kann man das jetzt ruhig mal machen. Oder machen wir dann doch den Ding jetzt hier. Jetzt haben wir eh nicht mehr so viele kleine Scherben. Lassen wir es erstmal dabei. Und, ja. Legen jetzt hier das Claymore, glaube ich, an.
Ne? Das hat jetzt 139, das Claymore hat jetzt 164, das ist schon mal ganz gut. Und ja. Ne? So, dann jetzt auf zur Schandstadt. Ich freue mich jetzt schon total. Wir können auch nochmal, weil ich jetzt gerade hier bin, einmal kurz aufsteigen. Wir müssen. Wir gehen halt jetzt mehr auf Stärke, weil wir jetzt hier unser Dingens haben. Bisschen Kondition, bisschen Stärke. Ja, doch, ich glaube, so kann man das machen. Und dann später halt mal müssen wir definitiv mehr auf Vitalität gehen, damit wir mehr Lebenspunkte haben. Genau. Später mal irgendwann vielleicht auf Resistenz. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. Gucken wir uns die Werte an, wie die sich verbessern hier. Ausdauer, ja, ja, ja. Ja, ist okay. Kann man machen. Gut. Einfach mal die ganzen Seelen, die ich jetzt verschwendet habe, jetzt wirklich verschwendet. Und ja. Kondition kann ich ja sowieso gebrauchen. Jetzt aber wirklich Richtung Schandstadt. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt meine Seelen verliere. Jetzt ist halt nur noch schlimm, wenn ich sterbe, dass ich halt meine Menschlichkeit verliere. Ja, ich habe meine Menschlichkeit hier so ein bisschen eingesetzt, damit ich ein bisschen schneller an Scherben komme und sowas. Hat auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und wenn ich mich jetzt hier anpiksen lasse, ist halt schlecht. Ne? Aber was willst du machen? Da liegt noch was, das sammle ich natürlich ein. Ein Höhenschild, ja, von diesen Items hier, was die Gegner halt sowieso schon rumtragen mit sich. Da habe ich jetzt auch schon ein paar gekriegt. Ich kann sie ja nicht mehr sehen. Gerade diese Balder-Typen da, von denen habe ich die meisten Scherben gekriegt. Und ja, auf zur Schandstadt. Ich freue mich nicht. Obwohl, irgendwie freue ich mich schon, weil es ja jetzt endlich wieder Zeit für mehr Action. Wir haben jetzt hier relativ viel einfach nur rumgedümpelt, mehr oder weniger. Und jetzt geht's halt wieder richtig rund. Jetzt geht's wieder richtig zur Sache. Und ja, dann schauen wir mal, ne? So, hier einfach mal runterfallen, das ist nicht schlimm. Hier nochmal kurz zum Feuer hin. Pass auf, Feind. Nee, ich will zum Lagerfeuer, verdammt. So. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Ich habe ja immer noch so ein bisschen Schiss. Aber nur so ein ganz bisschen. Nicht unglaublich viel oder so. Nein. Ja, ich benutze jetzt absichtlich ein bisschen mehr Claymore hier. Einfach um mich daran jetzt wieder ein bisschen zu gewöhnen. Ne? Ich meine, ist für mich jetzt lange her, dass ich das Schwert hatte. Das habe ich ja gemacht, bevor ich mit den Let's Plays von Dark Souls begonnen habe. Das ist der natürlich runtergefallen, aber er hätte wahrscheinlich eh nur irgendwas für Höhlentypis gedroppt. Und keine kleine Scherbe. Aber man weiß ja nie, ne? Hinterher ärgere ich mich ja doch, dass ich das nicht eingesammelt habe. Und das finde ich halt wirklich schön bei dem Claymore hier, dass es halt wirklich sehr, sehr schnell zusticht. Und dann halt auch noch skaliert mit meiner Stärke. Ich glaube, das andere auch, aber ich denke, hier draus werden wir schon ein ordentliches Zweihandschwert hier machen können. Ich hoffe, dass diese Entscheidung jetzt richtig war. Weil ich habe nicht auf die Dark Souls-Experten hier in den Kommentaren gewartet. Ne, aber ich hoffe, dass ich jetzt damit mit dieser Entscheidung jetzt nicht so falsch liege. Ich habe auch gesehen, dass man halt die Sachen dann wieder zurückschmieden kann, sag ich mal. Wenn man es dann unbedingt möchte oder wenn es für sinnvoll ist oder sowas. Oder wie man hat aus diesem Claymore dann später mal so ein tolles Flammen-Chaos-Gedöns-Dingens. Und jetzt wollte ich hier doch tatsächlich mal gucken, kann man das hier einsammeln? Ja, man kann es einsammeln. Wieso habe ich es dann die ganze Zeit nicht gemacht? Ich bin so doof. Muss ich hier lang? Ja doch, ich muss hier lang. Ja. Klar, wir müssen ja in die Untiefen, um dann hier in die Schandstadt zu kommen. Und dann muss ich jetzt nur noch wieder herausfinden, auf welchem Weg denn am besten. Leck mich. So, und du auch nochmal weg. Jetzt den ganzen Weg hier wieder runter und so. Das kann nur in die Hose gehen. Da willst du nicht, oder was? Da kommt jetzt der eine hier.
ganzen Wege kenne ich ja noch so einigermaßen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr so hundertprozentig, wo ist denn jetzt hier das Lagerfeuer? Ja, komm, komm, angelaufen, genau. So, hier steht ja immer noch der eine um die Ecke, den ich nicht treffe, weil ich doof bin. Dann hier dran denken, hier gibt es einen Hund da unten. Hey, was geht ab? Wusste ich. Auch keine Bedrohung mehr. Die waren auch mal schlimmer. So, dann war das, glaube ich, hier hinten irgendwo durch so ein Loch. Plopp. So, und dann mal schauen. Konnte ich hier auch noch runter? Einigermaßen problemlos. Und ja, hier hinten haben wir jetzt auch noch mal ein paar Ratten, die ich so nicht erwische. Doch, das geht. Okay. Umso besser. War das hier runter? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, es war hier durch, ne? Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ey. Ach ja, ich sollte ja wieder mein anderes Schild anlegen hier mit Giftresistenz hier. Einfach nur für den Fall eines Falles. So, noch eine Ratte down. Put da Ratte down. War das jetzt da runter oder war es woanders lang? Ich habe keine Ahnung, wo hier das Lagerfeuer war. Hier haben wir auf jeden Fall Ratten. Ja. Das war jetzt fast so gewollt. Einfach mal so einen schönen Rundumschlag. Da hinten die Ratte auch nochmal. Würdest du bitte sterben? Danke. Dann gucken wir mal, ob die Ratte hier Menschlichkeit gedroppt hat. Jo, das ist schon mal schön. Jetzt ist unsere Menschlichkeit wieder auf 1. Yay. Aus uns wird noch was. Ach du Scheiße. Ja, ich hasse die Schleime. Gegen die wäre gut, wenn wir hier so eine Feuerwaffe hätten oder sowas. Haben wir aber nicht. Ah! Shit. Aber hier war ich noch gar nicht, oder was? Ah, nein, 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 nicht ihr, nein! Oh Gott. Ich euch jetzt schon hasse. Ich meine, ich wurde noch nie wirklich von euch attackiert. Aber ich weiß, dass ihr böse seid. Und das reicht. Boah. Okay. Auge des Todes. Ja, wozu auch immer. Eine Seele. Interessant, dass man hier immer wieder irgendwas entdecken kann. Wow, 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 wow. Penner. Ne, da geht nicht mehr rein. Nee, kein Bock. Ja, genau. Leck mich fett. Nein, nein, nein. Jetzt ist voll schlecht. Raus hier. Definitiv raus. Ich will nicht, dass sie mich hier dieses komische Verfluchungszeug da machen. Es ist nämlich ganz böse. Ganz, ganz böse. Habe ich nur noch die Hälfte meines Lebens? Forever! Außer ich entfluche das. Ist halt trotzdem die Frage, wo bin ich hier eigentlich? Ich habe keine Orientierung in dieser komischen Kanalisation. Ah ja. Der nächste mit seinem Nebel hier. Mit seinen kleinen Nebelschwaden. Ich will doch eigentlich erstmal ins Lagerfeuer, bevor ich jetzt hier irgendwie weiterkomme in Gefilde, wo ich jetzt noch gar nicht hin will. Okay. Bestimmt kriege ich dann gleich wieder so einen Schleim auf den Kopf. Bei meinem Glück.
Also auf jeden Fall so ein Schleim geradeaus. Ich bin hier schon mehr oder weniger in die richtige Richtung. Glaube ich. Wow, wow, wow. Bleib mal locker hier. Kollege Schleim. Nicht Schwein. Wo ist das verdammte Lagerfeuer? Bevor ich jetzt nicht beim Lagerfeuer war, gehe ich jetzt nicht weiter. Ich weiß, es gibt hier irgendwo eins. Frage ist nur, wo. Da hinten haben wir auch wieder ein Item. Wo ich von hier aus nicht rankomme. Wo ich auch noch nicht war anscheinend. Die Kanalisationen sind wirklich größer, als ich gedacht habe, wahrscheinlich. Null Orientierung. Wow. Ja, leck mich fett hier. Kann man ja auch überall irgendwo runterfallen. Dass man nicht sofort sieht. Ah, da haben wir das Item. Ein Ring des bösen Auges. Was ist denn das jetzt? Sehe schon, die Folge wird jetzt erstmal nur sein, finde wieder ein Lagerfeuer kurz vor Schandstadt, mehr oder weniger. Ring des bösen Auges. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Das ist an sich auch relativ cool. Aber halt nur, wenn du halt auch Gegner tötest. Ne? Sonst ist halt schlecht. Aber gucken. Erstmal gucken, wo muss ich lang? Ich habe hier null Orientierung hier unten. Also wirklich null. Sehe jetzt auch nichts, wo es hier mal eine Etage wieder hochgeht oder so. Nix. Gar nix. Da geht's nur runter. Hier bin ich gerade schon durchgegangen, egal. Irgendwo muss es hier doch mal weitergehen. Drüben haben wir auch so einen komischen Durchgang. Da können wir ja auch mal gucken, was haben wir denn da? Da geht es, glaube ich, sogar hoch. Nein! Ach, leck mich doch. Ist doch echt nicht wahr hier. Das gibt es doch nicht. Dass ich einfach so talentfrei bin. Achso, du bist versteinert. Nee. Ist einfach nur ein bisschen Laub. Ich dachte schon, was steht denn da? Was steht denn da? Nee, hier geht's ja immer noch runter. Wo ist denn jetzt die Stelle, die ich eben gefunden habe? Ihr lacht mich jetzt wahrscheinlich aus, ne? Aber es ist für mich hier extrem schwierig, mich hier irgendwie zurechtzufinden. Da. Muss ich halt nur gucken, dass ich jetzt nicht durch das Loch falle. Gibt es da überhaupt einen Ausweg? Nein. Das heißt, ich... Nein, selbst wenn ich rüberrollen würde, würde ich wahrscheinlich da runterfallen. Ja. Ne? Arschkarte.de. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Dann gehen wir halt nicht da lang. Oh doch. Oh komm, wir versuchen es einfach mal darüber zu rollen. Oder... Nein, so war das nicht mit dem Springen. Nein. Man konnte irgendwie springen. Nein, nicht so. Also jetzt außer halt hier den hier. Ich meine, das würde vielleicht auch gehen. Aber es gab doch noch eine andere Möglichkeit, wie du halt springen kannst oder nicht. Naja, egal. Versuchen wir es mit dem Sprungangriff. Über den kleinen Dings zu kommen. Falls es da überhaupt weitergeht. Nein, okay, klappt nicht. Okay. Gut, hätte ich das auch gelernt. Wie komme ich jetzt hier weg, verdammt nochmal?
Nein, es regt mir nicht auf, es ist einfach nur so, ihr wollt wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wie es weitergeht. Da werde ich ja hier tatsächlich mal dieses Wochenende hier ein bisschen mehr aufnehmen als normalerweise nur 2 Folgen. Einfach weil ich bin heiß drauf, weißt du? Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will endlich vorankommen, endlich wieder Fortschritt haben. Es ist ein Phänomen, die Dark Souls. Definitiv ein Phänomen. Einfach mal kaputt machen, weil es mich stört. Ja, ne? Gehen wir halt hier nochmal lang. Nicht, dass es irgendwas bringen würde, aber wir gehen hier trotzdem mal lang. Nö, nix, nada, niente. Na gut, dann würde ich sagen, bevor die Folge jetzt hier noch länger wird, würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es vom Lagerfeuer, wenn ich es gefunden habe, dann aus weitergeht. Und bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.